Hallo und herzlich willkommen hier bei LS22 auf transfriesischen Marsch Multiplayer-Spielstand. Ja, Helfer sind alle mit Arbeit versorgt und hier ist wieder leichtes Chaos, weil hier alle möglichen zurückkommen, die hier zur Werkstatt geschickt wurden. Da müssen wir erst ein bisschen aufräumen, betanken, reparieren, ne? Und Sämaschinen einstellen. Denn bei uns sieht es aktuell hier ganz gut aus. Ich bin jetzt, habe die Nacht übersprungen, bis 9 Uhr geschlafen, jetzt habe ich sich um die Helfer gekümmert. Wir sind am 2. September unterwegs, ne? Also, wir sind ganz gut im Zeitplan, würde ich sagen. Wir müssen die Sämaschine da oben Arbeit beendet, wird eine Sämaschine sein. Wir können mal auf der Karte gucken, das wird der hier auf der 74 sein, der fertig ist. Er muss hier drüben die 75 noch machen. Ich habe mich insofern umentschieden, wir hatten glaube ich hier 29 oder 32 Rocken geplant, ne? Das habe ich wieder rausgenommen aus dem Anseeplan, weil das Feld ist ja jetzt größer geworden hier und das reicht genauso für unsere Rocken aus. Wir haben jetzt hier nehmen wir die 75 Rocken, da haben wir nicht die Insel hier komplett angesät und wir müssen hier oben, da muss eine Sämaschine hin unterwegs sein, 49, 43 müssen wir noch Rocken ansehen. Warum macht denn er hier nicht weiter? Ach, den habe ich nicht richtig eingestellt, ne? Den habe ich die Übergabe nicht eingeschalten. Müssen wir mal ein Stück zurückfahren, dass hier noch mal frisch neu herkommt, ne? Diesen und diesen hier müssen wir machen. Und dann funktioniert das auch. Dann sollte er eigentlich dort weitermachen, wo er aufgehört hat beim letzten Mal. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil Kurs ist ja noch drin. Kurz warten, dass es auch hier übergeben wird, wenn ich noch nicht gucken, wo er weitermachen muss. Also er fährt los, er hat einen definitiven Plan, ne? Genau, das muss noch machen. Hier kommt eine Sämaschine her, das könnte schon die hier sein, oder? Xerion 5000, 5 Xerion könnte das theoretisch, warum biegt der ab? Achso, weil der nur oben von der auf der 43 anfährt. Hier müssen wir dann noch einstellen. Wir müssen erstmal aufräumen am Hof hier, sonst wird das wohl nichts. Ja, dann nächster Monat, klar, geht dann mit Ernte weiter, wird noch einiges erntereif, muss alles, was wir angesät haben, gedüngt werden, das ist ja auch nicht wenig, ne? So, das ist hier, ich weiß jetzt nicht, waren die Kalksteuer jetzt schon fertig, oder? Hier ist noch einer unterwegs, das ist auch noch einer, ich habe die 39 ist noch nicht gekalkt, oder? Ne, das ist die 39 kann gekalkt werden. Die 36 nur Steine gesammelt werden. Warum wurde das noch nicht gemacht? Yes. Nicht so schlimm. Ich glaube, Steinsammler hatte ich doch vorhin auch hier gesehen. Da stand doch am Kalkwerk rum. Oder war da 36 eingestellt? Ganz und gar. Aber kann sein, dass ihn jemand hingeschickt habe. Und ich habe ihn jetzt hier abgewürcht, ne? Weil ich habe ihn zum Hof geschickt. Da schicken wir ihn mal hier zur 39. Zur 39. Da muss der noch nicht in die Garage. Er kommt hier von der 75. So, hier, das ist ebenfalls Kalk. Ach so, der will bloß Sprit hier. Der will gar nicht. Hier, der will gar nicht fertig sein. Genau, der Kalk 15, 16. Er hat keinen Sprit mehr gehabt, okay. Aber ja, Kalksteuer ist natürlich auch hoffnungslos kaputt hier, oder Lack beschädigt. Der kaputt ist noch nicht, der Lack ist beschädigt. Ja, Produktionsinfo hat Joghurt und Strohhut. Ein Bestandteil, ne, des dreiteiligen Bikinis, der Strohhut, ne? Müssen wir abholen. LKW ist schon hingeschickt. Na komm, betank dich weiter. Die habe ich auch nicht angeschaltet. Das ist ja heute hier. Das geht ja alles schief hier. Ey, das dauert auch lange, Mann. Können wir schon mal gucken, können wir eine Sämaschine einstellen. Okay. Ach, ich weiß, was das ist. Moment.
Das kann ich doch jetzt hier wegmachen, ne? Mal kurz was gucken. Ja, ich will nicht Audio speichern. So, wir brauchen natürlich einen Kurs. Das bleibt alles so, Übergabe bleibt so. Kurs brauchen wir einen. Halt. Bei Vorgewände Bahn. Und hier ein Stück nach draußen, das müsste reichen. So, oben geht's los, hier in der Ecke. Aber natürlich nicht mit der eingestellten Gerste, ne? Die wollen wir natürlich nicht ansehen. Das, er kommt ja von der 75, 76, ne? Wir wollen hier eigentlich Rocken ansehen. Da ist er. So, dann können wir ihn losschicken. Übergabe ist drin. Erster Wegpunkt. Das sollte der beschäftigt sein. Unser Mulcher, den können wir auch noch gar nicht. Wir müssen hier unten auch noch an diesem ingeben Tag. Hier drüben ist ja noch Ballen sammeln. Wir müssen noch. Ach du, da bin ich auch noch nicht fertig mit sammeln. Ist der zurück? Die drei Grasfelder auf alle Fälle oder Luzernefelder und Kleegras so rum, ne, die müssen wir auf alle Fälle mulchen. Und das auch noch. Ich meine, gut, wir haben es erst 9.45 Uhr. Aber theoretisch könnte man fast die Zeit auf 5 stellen. Ich habe jetzt bloß nicht geguckt, das große Feld, wie lange die Sämaschine brauchen will. Da liegen nämlich noch Ballen im Feld. Wir müssen ihn hier mal noch einstellen. Den habe ich ja nur zurückgeschickt. Da müssten noch so um die 20 Ballen sein, wenn ich mich nicht täusche. War das nicht so? Waren 60 und ich habe 42 weggefahren. Quatsch, zurück. Hier wollte ich drauf drücken. 31 Ballen sind es sogar noch. Gut, die kann er erstmal wegsammeln. Dann nehmen wir hier mal den hier. War ja auch noch ein Fitzel übrig gelassen. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. Und da reichen die Tritikale nicht, ne? Brauchen wir uns da nicht zu wundern. Wie wir sind es? 3 Tritikale, oder? Auf der Fläche? Man weiß es nicht. Weil wir sehen es an. Müssten wir eigentlich 105% liegen, wenn wir jetzt hier die Flecken noch ansehen. Nicht plus 100, also flächenmäßig, ne? So, er klickt jetzt hier drüben, wo das Feld im Kurs. Abfahrpunkt können wir lassen. Das ist absolut uninteressant, ob der jetzt rechts oder links an der Straße steht. Hier natürlich nicht. 3 Vorgewände, Bahn. Scharf. 15% Überlappung oder so ähnlich. Ne? Ein Stück nach draußen, dann sollte auch alles erwischen. Und ebenfalls hier müssen wir umstellen von Vertikale auf Rocken. Winkel, Rocken. Ein erster Wegpunkt klappt zwar noch mal zusammen, aber er wird schaffen. So, dann können wir mal im Hof gucken, ob das Ding fertig repariert ist hier. Ja. Dünger und Streuer. Oder Kalkstreuer, besser gesagt. Na, perfekt, Neuwagen. Ne? Übergabe ist noch drin. Sollte alles klappen. Der fährt auch noch zur Multiproduktion. Er wollte auch, glaube ich, erst tanken fahren. Das hatte ich schon vorher gesehen. Da kommt nämlich auch der Steinesammler. Ich glaube, der war Richtung 36 geschickt, weil der stand unten beim Ausladen am Kalkberg und dachte mir auch, da kannst du hoch. Beziehungsweise hat er ja einen Kurs drin. Ne, das ist eine Ballenpresse. Ich sitze in der Ballenpresse. Die hat einen Kurs drin, ja. Das ist klar. Der kann raus.
Nur 0%. Über die mal wegschaffen. Ja, morgen abends haben wir natürlich auch wieder geplant, dass wir Multiplayer hier auf dem Mars spielen. Mal gucken, ja, ist noch genug da, wo wir uns drum kümmern müssen. Und wie gesagt, bin so ein bisschen der Meinung, wir können die Zeit vielleicht sogar auf 5 stellen. Wir müssen nachher, wenn wir alle Helfer hier weiter versorgt haben, müssen wir mal schauen, wie lange die Seemaschine oben 43, 49 braucht. Das ist definitiv das größte Feld. Und danach müssen wir uns richten. Das muss definitiv heute angesehen werden. Alles andere ist erledigt an Arbeit. Ne? Zum Waschplatz. Er hat sich Falk geholt. Ach, da kommt auch noch Skerreste fast hier. Das ist ja wirklich heute hier. Der will sich auch was reparieren oder irgendwas anderes. So, 36, ne? Der braucht auf jeden Fall Sprit. Ne, da wollte sich reparieren. Bleib mal da hier. Du hast ja keinen Sprit, Junge, Junge, Junge. Das fahren die mit leeren Tanken wieder fort. Das kannst du nicht glauben. Erstmal an die Tankstelle, ne? Kaffee holen und eine halbe Stunde später kommen wir und brauchen Sprit, ne? So, 8% noch hier. Warten wir mal hier noch ein paar Sekunden ab. Eins, sieben, zwei, drei. Und null. So, die letzten Seemaschinen sind eingestellt. Die nehmen wir auch der Arbeit aus. Genau, das passt alles soweit. Hier läuft auch schon ein Multor. Den müssen wir ansetzen, wenn wir hier genug Ballen haben. So, 30, 33 hat er gesagt. Drei will er noch. Da liegen sie doch, ja. Aber da kannst du hier mal anhalten und wir machen mal diesen hier. Die fahren wir ins Hoflager, denn das sind ja alles die Zernekreisballen, ne? Ah, ich habe nicht vergessen, die Seemaschine, die Ballenpresse, die hat man ja erst auf dem Bahn und dann aufs Vorgewände vergessen rauszunehmen. Der hat natürlich auch schön die Ballen nach rechts und links geschoben. Ne? Sammelt sich natürlich dann entspannter ein hier. Ne? Aber da wird es kaum sammelbar sein mit Cosplay. Ne? So, voll. Ah, wir müssen bloß hier auf dem Weg mal runterfahren. Vom Weg runter, auf dem Weg rauf sozusagen, ne? Zur Hofballenlager. Anlieferung will ich. Na, ja, dorthin, glaube ich. So, und hier springen wir rüber, dass wir den Mulch in Gang kriegen. Weil der hat hinten oder was nicht gemulcht. Das sehe ich schon auf der Karte. Voller Abzug B heute, ne? Warum hat er das ausgelassen dort? Da und dort.
Die anderen Ecken hat er gemacht, ja, aber hier war er wieder gleich eingeschlafen oder irgend sowas. Das ist zu tief. Es ist ganz schön tief dort. Moment, müssen wir mal hier die Lanierraube noch mal auspacken. So, wir brauchen Kletten. Was anderes können wir nicht machen, weil dann ist nämlich unser Status von Felsens hinüber. So Reste vom Graben, würde ich nämlich sagen, ne? Ist eigentlich relativ glatt. Wenn es Mulch gibt, ja dann 2% mehr Ertrag, ne? Meine 2%, ja, das ist so. Je nachdem, ne? Für einen viel, von anderen nichts, ne? So, hier ebenfalls der Kurs raus. Genau, zwei Vorgewände. Schafs. Eigentlich 15%. Ich weiß nicht, warum er so wenig Überlappung drin hat. Und hier 0,4 nach draußen. Ja. Ach, warum macht denn das jetzt wieder einzeln? Boah, hier ist ja auch ein Loch. Das hat aber der CP vom Problem. Jetzt erkennt das alles. So sieht es schöner aus. Ach, ich habe wieder das Vorgewende zuerst, ne? Das ist egal beim Multi. Ja, erster Wegpunkt. Na, warum legt er nicht los? Gut, funktioniert. So, der Ballenfahrer ist angekommen. Den müssen wir uns sofort zurückschicken hier zu Feld 60. Alles drin, ja. Und es gehen sogar alle rein. Gut, Feld 36 braucht einen Kurs, würde ich meinen. Stellen den mal hier ein, den Kurs, dass er hier aufhört und dann nicht immer das ganze Feld eiern muss, dass er runterkommt. So, drei Vorgewände sollten reichen. Ist jetzt die Frage. Ja, wir machen Bahn zuerst. Ja,
So, hier erster Wegpunkt. Gut, Mulcher läuft. Mulcher läuft. Angesät wird. Perfekt. Perfekt. Weil hier ist ja Gras drauf auf dem Feld, auf Feld 1. Ne? Wenn wir das anschalten, sehen wir das auch. Das ist auch erntereif, aber eben noch nicht. Zweite Erntereifstufe, genau. Der wird hier alles als Gras angezeigt, deshalb hauen wir das aus. Gut, das. Achso, ist Rock, okay. Hat sich ja auch zurecht gebunden, wie sieht das? Achso, LKW, Ware verladen. Mensch, was vergessen hier? Strohhut, Halskette und Sandalen. Ne? Aufladen. Dann gucken wir mal, Strohhut 288.000, das ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Ich kann bis 50 Paletten laden. Gut, schicken wir ihn ins Zentrallager. Tja, wo muss denn das hin im Zentrallager? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Ich würde es ja Werkstoffen zuordnen. Lebensmittel sind es nicht. Und Obst und Gemüse sieht doch anders aus. Das ist der zweite. Ja. Weil wir müssen nämlich auch Joghurt holen. Joghurt ist auch ganz schön viel drin und auch Schafsmilch. Okay. Bei mir habe ich angeschaltet. Ja, wir nehmen erstmal hier nochmal einen Joghurt zurück. Nochmal. Ich kriege so viel nicht weg, ich muss 50 Blätter weg. Der kommt natürlich auch mal im Zentrallager und Kühlhaus, oder? Alles andere macht doch keinen Sinn irgendwie. Ja, 50 Paletten. Dann noch wenigstens hier Gurt rummachen, nicht den Solos fährt, ne? Und dann fährt er ins Zentrallager Kühlhaus. Gut, das läuft alles. Hier müsste doch nee. Ja, wir Gülle, das könnten wir noch erledigen. Gülle sei schon Gärreste. Aber alles andere wird im ersten nächsten Monat in den Tascher.
es ist hier äußerst viel Zeit, ne? So angenommen wird er, Strommütze. So, parken. Theoretisch könnten wir den fast zurückschicken, da war noch so viel drin, aber ja gut. Die anderen melden sich auch, wenn es knapp wird und zu viel wird. Ja. Der Güllehaus ist ja da vorne, wenn wir richtig sind. Das sieht erstmal ganz brauchbar aus. Güllehaus stimmt, das ist angenommen. Warten wir kurz, bis es leer ist, und dann schicken wir noch auf den Parkplatz. Mal fahren. Gut, da wird man das ja sowieso nicht reinmachen, das ist die andere Seite. Wir gucken hier nochmal zum Hof. Was macht die Sämaschine? Das wäre noch nicht. Also ist ja ein Mulcher. Hier seht ihr ja einen. Zeit steht natürlich immer noch auf 1, das können wir uns auch, ich habe überlegt, noch ein Stream überlegen, können sie darauf stellen. So dass wir dann im nächsten Monat kommen. So wird notiert ist immer schlecht. Nächster. Wenn das, was alles hier dunkelgrün ist, auch hier oben, glaube ich, ein Kartoffel, ne? Nee, oder? Nee, Soja ist das alles hier drüben. Da haben wir schon noch ganz schön zu tun, ne? Das sind keine kleinen Felder hier unten überall. Gut, aber wie gesagt, morgen Abend dann live auf Twitch und nächste Folge wird es dann hier am Sonntag geben. Sicherlich 100% in 9 Monaten Erfolg am Sonntag. Twitch, weiß ich noch. Mal gucken. Also in diesem Sinne, bis dahin und tschüss.